Leute, ich kann einfach nicht mehr. In mir ist irgendwas kaputt gegangen. Irgendwas mit Vertrauen dahingehend, dass die EU es doch noch irgendwann versteht. Willkommen zurück im Cyberspace und einer düsteren Episode, die uns zurück ins nächste Mittelalter befördert. Zur Debatte diesmal das ChatGPT-Verbot. Ja, ihr habt richtig gehört. Italien hat zum aktuellen Zeitpunkt ChatGPT verboten. Und nun denken zigtausende Bürger und auch Datenschützer in der EU, dass ChatGPT zu mächtig, zu schlau und zu gefährlich ist, um in ihren heiligen Grenzen verwendet zu werden. Tja, wenn es eines gibt, was KI von einer Weltherrschaft abhalten kann, dann sind das doch sicher die Entwicklungsländer, die die Digitalisierung verpasst haben. Ein offizielles Verbot steht in der EU zwar noch nicht offiziell zur Debatte, allerdings lese ich immer mehr Stimmen, auch in meiner Inbox und in vielen großen Medien, die im AI Act, einem kommenden KI-regulierenden Entwurf der EU, oder auch einfach nur so fordern, dass Modelle wie ChatGPT oder GPT-4 einfach nicht weiter verwendet werden dürfen. Nachdem nun Elon Musk, Steve Wozniak und einige andere einflussreiche Personen einen offenen Brief unterzeichnet haben, in dem sie einen Entwicklungsstopp von GPT-5 oder anderen Modellen in diese Richtung fordern, fragt man sich, was da eigentlich abgeht. Was ist dran an den Gefahren? Sollten wir es Italien gleich machen und LLMs terminieren, bevor sie uns terminieren? Und eventuell sollten wir speziell den Fall von Italien mal etwas beleuchten. Was kann schon schiefgehen, wenn wir KI versuchen, aus der EU zu verbannen? Bevor wir starten, ganz kurze Info, ich bin die nächsten Wochen selbst nicht anwesend, weil ich eine Recherche in Japan machen möchte. Das ist ein kleines Träumchen, das ich mir schon lange erfüllen wollte und ich brauche dringend etwas Abstand vom täglichen Schreiben von Videoskripten. Befasst man sich den ganzen Tag nur noch mit solchen Themen, wird man irgendwann zynisch, was ihr vielleicht in diesem Video auch unter Umständen bemerken werdet. Ich habe aber weiterhin Videos für euch wie gewohnt, immer freitags hier, immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag auf dem Kanal The Morpheus Tutorials und sogar einige Shorts werde ich aufnehmen bzw. Werde ich meine Urlaubsvertretung aufnehmen lassen, wenn es besonders dringende News gibt. Wer ein paar Einblicke in die Reise haben möchte, ich poste Updates auf Instagram und natürlich später hier das Video, das überhaupt erst der Grund für diese Reise bei mir ist. Falls euch das nicht reicht, könnt ihr aber natürlich wie immer bei der Bootstrap Academy vorbeischauen. Auch wenn ich nicht da bin, gibt es da Unmengen an spannenden Themen zum Lernen. Bis bald! Bevor wir uns in die Ängste der Bevölkerung stürzen, lasst uns erstmal das unglaubliche Potenzial von KI würdigen. KI hat das Zeug, unser Leben in vielerlei Hinsicht zu verbessern. Von der Optimierung unserer Arbeitsabläufe, sodass wir endlich alle ersetzt werden, bis hin zur Lösung komplexer Probleme, für die unsere menschlichen Gehirne einfach zu langsam sind. Stellt euch nur vor, wie KI die Verwaltung endlich revolutionieren könnte. Schnelle Bearbeitung von Anträgen, effiziente Ressourcenverteilung und endlich ein funktionierendes Online-System für unsere Bürokratie. Dieser Abschnitt wurde Ihnen präsentiert von ChatGPT. Naja gut, hätte man auch einfach mit ganz normaler Digitalisierung schaffen können, aber ob wir die jemals schaffen, wage ich zu bezweifeln. Aber halt, wieso sollten wir uns um solche Trivialitäten wie Effizienz und technologischen Fortschritt kümmern, wenn wir uns stattdessen von Ängsten leiten lassen können? Schließlich leben wir in Ländern, in denen Breitbandinternet immer noch eine Seltenheit ist und wir lieber Geld für Brieftauben ausgeben. Einige Menschen fürchten, dass uns KI-Modelle wie ChatGPT die Kontrolle über unser Leben entreißen könnten. Schließlich sind wir in der EU so daran gewöhnt, unsere Zeit mit langwieriger Bürokratie zu verschwenden, dass wir einfach nicht wissen, was wir mit all dieser Freizeit anfangen könnten, die KI uns bescheren könnte. Eindeutig ist aber tatsächlich, dass Inhalte, die von KI erstellt werden, oft schon nicht mehr von echten Bildern unterschieden werden können. Kennt ihr dieses Bild des Papstes? Klar, weiß man, dass es fake ist, erkennt man schnell Unstimmigkeiten. Die Hände sind irgendwie weird und ein paar Details stimmen auch nicht. Aber der Großteil von uns scrollt doch mittlerweile nur noch durch seinen eigenen Feed durch, ohne überhaupt einen Gedanken zu haben, dass diese Inhalte von einer KI stammen könnten. Noch beeindruckender wird aber KI, wenn sie wirklich Inhalte erstellt, die von menschlichem Content nicht mehr unterschieden werden können. Das ist am Ende das Ziel dieser generativen KI. So wird die sogar trainiert. Und wer in meinem Stream dabei war, erinnert sich vielleicht. Wir haben vom Fraunhofer Institut einen Test gemacht, ob Stimmen KI generiert waren oder nicht. Wir haben also aktiv darauf geachtet und ja oder nein gesagt. Wir haben 40 von 50 erkannt.
Und das, obwohl wir so aktiv darauf geachtet haben und als eine Community abgestimmt haben. Ihr findet das volle Video in der Beschreibung unten verlinkt. Natürlich gibt es aber auch berechtigte Sorgen um die Sicherheit und den Schutz unserer Daten. Schließlich ist die EU ein Vorbild im Datenschutz und wir wollen nicht, dass unsere persönlichen Informationen in die falschen Hände geraten. Auf den Datenschutzaspekt gehen wir nachher noch mal ein bisschen genauer ein. Der ist nämlich ziemlich beeindruckend kaputt bei Large Language Models, wie eben auch GPT 3 oder 4. Eine weitere große Angst ist der Verlust von Arbeitsplätzen durch KI. Aber wenn wir uns die digitale Rückständigkeiten der EU ansehen, vor allem in Deutschland, könnten wir argumentieren, dass es sowieso noch Jahre dauern wird, bis KI überhaupt in der Lage ist, uns in Sachen Effizienz einzuholen. Vielleicht sollten wir uns also mal darauf konzentrieren, flächendeckendes Gigabit-Internet bereitzustellen, bevor wir uns überhaupt Sorgen machen um die Machtübernahme durch KI. Aber Spaß beiseite. Genau mit diesem Thema kämpfe ich natürlich auch momentan selbst. Braucht ihr meinen Content noch in Zeiten von KI? Brauchen wir Journalisten, wenn ich gerade ein Tutorial für euch aufgenommen habe, das aus einer beliebigen Pressemeldung einen spannenden Bildartikel baut? Ja, das wird kommen und für viele Berufsgruppen wird das eine wunderschöne Entlastung ihres viel zu stressigen Alltags. Aber viele Firmen werden sich die Chance nicht entgehen lassen, ihre Mitarbeiterzahlen zu reduzieren und die bestehenden einfach mehr machen zu lassen. Aber halt dann mit KI-Unterstützung. Wir könnten also nun das Potenzial der Technik wie alle anderen Länder der Welt nutzen, aber in der EU, besonders in Deutschland, sind wir Meister darin, auf der Stelle zu treten und zu warten, bis die Technologie uns überrollt. Ah, Moment, das tut sie schon. Tja! Die italienische Datenschutzbehörde hat ChatGPT nun verboten, weil sie der Meinung ist, dass es Datenschutzverletzungen gibt. Sicher, Datenschutz ist wichtig und zugegeben würde ich vermutlich kaum einem anderen Land ernsthaft zuhören. Bislang wenig Spionageskandale, Strafen gegen Clearview verhängt. Italien hat also wohl Ahnung. Also, außer natürlich die bis zu 6 Jahre Vorratsdatenspeicherung, die Italien ganz gerne hätte. Die Behörde bemängelt die mangelnde Transparenz und Rechtmäßigkeit der Datensammlung von ChatGPT. Tja, wir alle wissen, wie wichtig es ist, die Regeln einzuhalten, nicht wahr? Schließlich würde niemand in der EU jemals den Gesetzen zuwiderhandeln oder sie ignorieren, oder? Dazu aber nächste Woche mehr. Anyways, diese Forderung ist absolut richtig, denn OpenAI bedient sich hier einfach an Daten, die die Allgemeinheit erzeugt hat, deklariert aber nicht, welche Daten genau und wie genutzt wurden. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Gewichtung von Daten einen Hang in extremistische Gefilde fördern kann oder auch einen Algorithmus dazu bringen kann, eure Depression zu verstärken, anstatt sie zu verbessern. Ein weiterer Grund für das Verbot von ChatGPT in Italien ist die Verarbeitung ungenauer persönlicher Daten. In einer Welt, in der wir bereits unzählige ungenaue Daten über uns im Internet preisgeben, ist es natürlich von größter Bedeutung, dass ChatGPT 100% exakt ist. Denn wir alle wissen, dass ungenaue Daten im Internet eine absolute Seltenheit sind. Wenn jetzt aber natürlich nicht ganz klar wird, dass erzeugte Inhalte durchaus falsch sein können, entsteht vielleicht ein falsches Vertrauen. Oh. Natürlich müsste man also einfach warten, bis wir eine perfekte KI haben, die dann die Weltherrschaft an sich reißen kann, bevor man sie in der EU zulässt. Zu guter Letzt ist die italienische Datenschutzbehörde besorgt über den fehlenden Altersnachweis und den Schutz von Kindern bei der Nutzung von ChatGPT. Kinder schützen. Die Entscheidung der italienischen SA, ChatGPT zu verbieten, wirft viele Fragen auf. Während der Schutz unserer Privatsphäre und unserer Kinder zweifellos wichtig ist, könnte man argumentieren, dass die Entscheidung eher von irrationalen Ängsten getrieben ist, als von einer fundierten Analyse der tatsächlichen Risiken und Chancen, die KI-Modelle wie auch ChatGPT mit sich bringen. Lasst uns also mal die realistische Umsetzung und die Folgen ein wenig genauer betrachten. Jetzt, wo wir uns alle von der italienischen Entscheidung und der deutschen Forderung erholt haben, ist es an der Zeit, uns die Relevanz der Datenschutzverletzung bei ChatGPT anzusehen. Während es sich hierbei sicherlich um eine ernsthafte Angelegenheit handelt, können wir dennoch nicht umhin, uns zu fragen, ist das wirklich der Kampf, den wir in einer Welt aktuell führen wollen, in der soziale Medien und andere Technologien routinemäßig unsere Daten einfach so sammeln, verarbeiten und verkaufen? Naja. Doch, sollten wir. Nur weil es eine Firma tut, heißt das nicht, dass andere das auch dürfen. Eine Sprecherin der deutschen Datenschutzbehörde sagte dem Spiegel, Trainingsdaten einer KI unterliegen wie auch andere Daten der DSGVO, wenn es sich dabei um personenbezogene Daten handelt. Ist das so?
Anyways, was sind denn eigentlich personenbezogene Daten? Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Das können Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IP-Adresse und noch ein paar mehr sein. GPT-4 bezieht seine Daten aus einer Vielzahl von Quellen wie Websites, Bücher, wissenschaftliche Artikel und Foren. In den meisten Fällen handelt es sich bei diesen Informationen also um öffentlich zugängliche Texte. Aber in einigen Fällen könnten auch personenbezogene Daten in den Trainingsdaten enthalten sein. Personenbezogene Daten in die Trainingsdaten mit einzubeziehen, würde also eigentlich bedeuten, dass diese Daten im Vorfeld von dem Nutzer eingegeben wurden. Das ist natürlich ungeil, passiert aber bei TikTok, YouTube und Co. am Laufmeter. Unangenehm wird es aber genau hier. Manche Trainingsdaten konnten von Forschern aus einem Large Language Model wiederhergestellt werden. Sprich, wenn ich jetzt bei ChatGPT Cedric Mössner aka YouTuber The Morpheus hat Blähungen und sucht ein Hausmittel eingebe, könntet ihr das eventuell wiederherstellen, wenn meine Daten und meine Eingabe wirklich für das Training von GPT benutzt werden. Und genau deswegen ist es so unfassbar essentiell, welche Trainingsdaten eigentlich ChatGPT und Co. benutzen. Werden User-Eingaben eigentlich für das Training verwendet? Dann ist das nicht so cool. Werden die User-Eingaben nur auf dem Server gespeichert, ist das relativ irrelevant, da ihr genau diesen Vorgang gerade auch bei YouTube durchzieht. Leider ist GPT-4 so open, dass sich OpenAI in ClosedAI umbenennen sollte. Im Paper steht quasi drin, dass nichts drin steht. Hier hagelte es fette Kritik, aber daran ändern kann man aktuell wenig. Und dennoch, die Entwicklung ist sehr bedenklich und hat für einen gewissen Kacke-Windstoß gesorgt. Wir können also nicht sicher sein, welche Daten ClosedAI hier für ihre KI genutzt hat und was davon irgendwelche Jailbreaker am Ende wieder extrahieren können. Man überlegt also nun, ChatGPT zu verbieten, weil unsere Daten potenziell missbraucht werden könnten. Aber ist es nicht etwas zu spät, um das Training rückgängig zu machen? Stellt euch vor, wir könnten einfach in die Vergangenheit reisen und die Daten, die wir bereits mit ChatGPT geteilt haben, zurücknehmen. Tja, in einer Welt, in der wir vielleicht noch mit 56K-Modems ins Internet gehen und Faxgeräte für Arztbriefe nutzen, wäre das vielleicht möglich. Aber in der realen Welt sind die Daten, die wir mit ChatGPT geteilt haben, bereits Teil des neuronalen Netzes. Das Verbot von ChatGPT würde also nichts daran ändern, dass die Daten bereits im System sind. Das ist, als würde man versuchen, Zahnpasta wieder in die Tube zurückzudrücken. Einmal raus, ist sie raus. Die Idee, das Training rückgängig zu machen und unsere Daten aus neuronalen Netzen wie ChatGPT zu entfernen, mag zwar verlockend sein, aber in Wirklichkeit ist es eine illusorische Hoffnung. Die Tube mit den Trainingsdaten, die verwendet wurden, haben wir über Jahrzehnte ins Netz ausgedrückt. All diese Informationen wurden nun zusammengequetscht in ein Hirn in Form einer KI. Anstatt uns auf das Unmögliche zu konzentrieren, sollten wir uns daher lieber darauf konzentrieren, wie wir KI-Modelle eventuell verantwortungsvoll nutzen und weiterentwickeln könnten, um eben das Beste aus der Technologie rauszuholen und gleichzeitig unsere Privatsphäre und Sicherheit zu schützen. Regulierungen müssen her, und das ist auch das, wonach Apple-Gründer Steve Wozniak und Elon Musk gefragt hatten. Also die, die KI nutzen für ihre Kamerasysteme und in ihren selbstfahrenden Autos. Porsche Giant AI Experiments. Es klingt wie der Titel eines Science-Fiction-Films, in dem die Menschheit auf der Schwelle der Vernichtung steht. Der Brief fordert ein Moratorium von mindestens 6 Monaten auf die Entwicklung von KI-Systemen, die leistungsfähiger sind als GPT-4. Das ist ein interessanter Vorschlag, wenn man bedenkt, dass das Paper zu GPT-4 quasi nicht erklärt, wie mächtig GPT-4 überhaupt ist. Die Unterzeichner des offenen Briefes scheinen besorgt darüber zu sein, dass KI-Systeme Propaganda und Unwahrheiten verbreiten und alle Arbeitsplätze automatisieren, einschließlich der Erfüllenden. Schön zu wissen, dass die Menschheit bisher so erfolgreich darin war, Wahrheit und Lügen auseinanderzuhalten und dass es uns so gut gelungen ist, unsere Arbeitsplätze angenehm und erfüllend zu gestalten. Ironischerweise wird im Brief betont, dass solche Entscheidungen nicht an unelected Tech Leaders delegiert werden sollten. Das ist eine interessante Aussage, wenn man bedenkt, dass der Brief selbst eine Entscheidung von unelected Tech Leaders zu sein scheint. Aber wer braucht schon demokratische Prozesse, wenn man einen offenen Brief hat, der die Welt retten soll?
Allerdings spricht der Brief auch einige wichtige Punkte an, die wir bedenken sollten. Der Brief betont die Gefahren eines unkontrollierten Wettlaufs um immer mächtigere KI-Modelle, deren Funktionsweise und Auswirkungen selbst von ihren Entwicklern nicht vollständig verstanden, vorhergesagt oder kontrolliert werden können. Dieser Wettlauf ist natürlich alles andere als fair momentan, mit Microsoft als einem der größten Cloud-Anbieter und quasi unregulierten Zugriff auf alle Daten. Die Unterzeichner des Briefes weisen darauf hin, dass KI-Systeme mit menschenähnlicher Intelligenz tiefgreifende Risiken für die Gesellschaft und die Menschheit als Ganzes darstellen können, wie durch umfangreiche Forschung belegt und von führenden KI-Laboren anerkannt. Einige dieser Risiken haben wir ja auch schon angesprochen. Erstellung von Fake News, Waffen, Hacking oder mehr, um nur ein paar zu nennen. Der Brief drängt darauf, dass KI-Labore gemeinsam Sicherheitsprotokolle entwickeln und implementieren, die von unabhängigen Experten überwacht und geprüft werden. Diese Protokolle sollten dazu beitragen, dass KI-Systeme sicher oder sicherer sind und ihre Risiken beherrschbar bleiben. Besonders mit der jüngsten Entwicklung von Plugins bei ChatGPT und Microsoft, die GPT-4 wirklich überall reinballern wollen, kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass die Systeme wirklich abgesichert oder abgetrennt sind. Ah ja, richtig, sind sie nicht. Die Unterzeichner des Briefes betonen deshalb die Notwendigkeit, eng mit politischen Entscheidungsträgern zusammenzuarbeiten, um die Entwicklung von robusten KI-Regulierungssystemen zu beschleunigen. Dazu gehören die Schaffung neuer Regulierungsbehörden, die Kontrolle und Nachverfolgung von KI-Systemen, Systeme zur Unterscheidung von echten und synthetischen Inhalten, Haftung für KI-verursachte Schäden und die Finanzierung von Sicherheitsforschung. Liebe Zuschauer, es ist Zeit für eine Revolution, also zumindest eine Revolution in der Art und Weise, wie wir KI-Technologien wie ChatGPT betrachten und behandeln. Die Ängste und Bedenken von Italien und anderen EU-Bürgern sind verständlich, aber wir sollten uns nicht von diesen Ängsten leiten lassen und in Panik verfallen. Stattdessen sollten wir rational und mit einem Hauch von Optimismus vielleicht herangehen. KI hat das Potenzial, viele Jobs zu ersetzen und das Missbrauchspotenzial ist enorm. Die Kontrollmechanismen sind besorgniserregend nicht vorhanden und deswegen sollte die Politik eine wichtige Rolle spielen. Aber Verbote sind hier, glaube ich, nicht die Lösung. Denn wie wir alle wissen, ist das Internet ein Ort, an dem Hindernisse leicht umgangen werden können. VPN, anyone? Und selbst wenn ChatGPT verboten würde, könnten wir einfach auf andere Open-Source-Modelle wie Llama oder eine der vielen anderen ausweichen. Wirtschaftlicher Druck wird Unternehmen wie Microsoft und Google nicht dazu bringen, ihre KI-Forschung aufzugeben. Und wenn wir in der EU KI den Rücken kehren, werden wir im globalen Wettbewerb ins Hintertreffen geraten. Also noch mehr als bislang schon. Also, was ist die Lösung? Meine geniale, noch nie dagewesene Idee ist, dass wir einfach alle mal zusammenarbeiten. Statt Closed AI, ein wenig zugeschlossen meiner Meinung nach, und großen Unternehmen wie Microsoft, die ihre wirtschaftlichen Vorteile ausspielen wollen, sollten wir uns gemeinsam dieser neuen Herausforderung für die Menschheit stellen. Das könnte Ängste, Probleme und Sorgen minimieren, auch wenn es den wirtschaftlichen Vorteil einiger weniger schmälert. Aber hey, manchmal ist das Wohl der gesamten Menschheit vielleicht wichtiger als ein paar zusätzliche Millionen Euros auf dem Konto von irgendjemand anderem. Lasst uns deshalb gemeinsam an Lösungen arbeiten, um KI wie ChatGPT sicherer, transparenter und für alle zugänglich zu machen. Das mag wie ein schwieriges Unterfangen erscheinen, aber denkt dran, zusammen schaffen wir das. Oder wir lassen einfach alle weitermachen wie bisher, weil wir wieder zu langsam sind und einfach abwarten, was passiert. Ich werde jetzt genau das tun gehen. Bis zum nächsten Mal im Cyberspace.